Oh nein, laut dem Muttertaler Wetterschmöcker gibt es wieder einen schlechten Sommer. Stellwegstörung zu Oerlikon, hunderte von Pendlern sitzen fest. Weißt du, wie doof im Feierabendverkehr? Die Leute haben gepostet, dass es heute Mittag gibt, selber gemachte Spätzle. Sieht sehr fein aus, oder? Hey, die Irina Beller, jetzt hätte ich doch tatsächlich... Schatz, machst du mir einen Tee? Warum? Bist du krank? Ich bin seit 2 Tagen krank. Warum sagst du denn nichts? Jetzt ist tagelang neben mir und du hast die Schnurren nicht abeinander. Das ist wieder mal typisch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Guten Abend miteinander. Querdenker, da wird es Hühnchen gerupft. Und wie immer an dieser Stelle darf ich auch Ihren Publikumsrepräsentant begrüßen. Das ist der Herr Chen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Gabatuler. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, uns freut es auch. Wir hören Sie am Schluss der Sendung. Am Schluss. Danke vielmals. Gut, heute Abend geht es um Informationsflut, um alternative Fakten, um Fake News, um Filterblasen und um alle anderen Informationen, die den ganzen Tag auf uns hineinprasseln. Das waren jetzt vielleicht schon ein bisschen viele Informationen gewesen. Vielleicht eine Kurzfassung: Es ist nicht mehr wie früher. Und das liegt unter anderem am Handy. Machen wir eine kleine Umfrage hier im Plaza. Wer von Ihnen ist der Besitzer von einem Handy? Okay. Und wer hat das Gerät in den letzten 24 Stunden mal komplett abgeschaltet? Eben. Also, was könnte man dann rein theoretisch verpassen, wenn man das Handy wenigstens das nächste Mal abgeschaltet lassen würde? Alles! Weil weltweit gibt es pro Minute werden 500 Stunden Videos auf YouTube hochgeladen, 149'513 E-Mails verschickt, 3,3 Millionen Facebook-Posts erstellt, 65'972 Fotos auf Instagram hochgeladen und 448'800 Tweets auf Twitter verschickt. Ich meine, nur schon mit WhatsApp werden pro Minute 29 Millionen Nachrichten verschickt, allein die Hälfte davon im Klassenchat von meinem Sohn. Teenager schreiben pro Tag durchschnittlich 85 Textnachrichten, die meisten davon in der Hochsprache Emoticon. Inzwischen gibt es sogar schon einen Fachbegriff für die Angst davor, sein Handy daheim zu vergessen. Nomophobie. Nicht zu verwechseln mit der Angst, die Männer vielleicht haben, wenn ihnen das Handy runterfällt und sie es auflesen wollen. Das ist Homophobie. Aber Nomophobie, das stammt von No Mobile Phone. Das ist noch verrückt. Früher hat es weder den Begriff gegeben, noch die Möglichkeit zu googeln, was er heisst. Heute werden pro Minute weltweit 3,8 Millionen Begriffe gegoogelt. Statt zu wissen, googelt man. Das macht uns faktisch dümmer, weil wir uns nichts mehr merken müssen. Der Albert Einstein hat vorausgesagt: Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit übertrifft. Auf der Welt wird es nur noch eine Generation aus Idioten geben. Einstein-Experten sagen übrigens, dass das Zitat ein Fake ist. Das können Sie ja dann nach der Sendung mal googeln. Bis jetzt haben wir nämlich nur über die digitalen Informationen geredet. Die Schweizer Bevölkerung hat im Jahr 2015 10 Milliarden Franken ausgegeben für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Kino. Das sind 2700 Franken pro Haushalt, ganz ohne Beilage. In der Schweiz werden täglich im Durchschnitt, inklusive Sonntags- und Gratispress, 2,6 Millionen Zeitungen gedruckt. Das sind pro Tag 6 Stapel in der Höhe vom Matterhorn. Der Schweizer liest pro Tag 30 Minuten Printmedien, also deutlich mehr als 20 Minuten. Aber wie viel davon ist dann wahr? Der Europäische Auswärtige Dienst in Brüssel beschäftigt 11 Beamte, die ausschließlich Fake News entlarven und richtigstellen. Dabei sind aber gefälschte Nachrichten oft viel populärer als die entsprechende Richtigstellung. Die Nachricht, dass der Papst
Donald Trump unterstützt hat, ist rund 900'000 Mal geteilt worden. Die Richtigstellung nur 33'000 Mal. Aber ganz abgesehen davon, ob wahr oder nicht, heute werden die meisten Informationen und Nachrichten doppelt und dreifach gelesen. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass die meisten News-Konsumenten ein bisschen herumsuchen müssen, bis sie einen Artikel finden, der ihre Weltsicht bestätigt. Weil für das braucht der moderne Mensch die Medien, um selber bestätigen, dass seine Meinung stimmt. Wenn man wirklich sicher sein will, dass man seriös recherchierte Fakten präsentiert bekommt, dann informiert man sich nach wie vor am besten über die Sendung mit der Maus. All die Daten prasseln unaufhörlich auf uns rein und das sind ja noch ganz viel mehr. Also es geht um Plakate, es geht um Hintergrundmusik, um Informationen im öffentlichen Verkehr, um von gespässigen Gerüchen im Lift, wenn man gar nicht erst anfangen. Was können wir aber machen, um uns gegen all diese Informationen zu wehren? Inzwischen gibt es ja Störsender, die man nutzen kann, um jegliche Art von digitaler Kommunikation zu unterbrechen. UPC- oder Swisscom-Kunden kennen die elektronischen Kästchen unter dem Namen Modem. Pfff, geht gar nichts mehr. Heute Abend wollen wir herausfinden, wie wir verhindern können, dass wir in der Informationsflut vertrinken. Und um diese Themen zu besprechen, habe ich mir einen Mitquerdenker eingeladen, der äußerst newsaffin ist. Messias. Enfant terrible. Oder Chuck Norris vom Online-Journalismus. Vom Hansi Voigt kursieren viele Beschreibungen. Aber er selber bezeichnet sich lieber als Gründungsfüdle. Der Chefredaktor des Jahres 2012 und 2014 verbringt seine Jugend in Aarau. Weil dort von Haus aus nichts läuft, organisiert der Hansi Voigt selber Konzerte. Er wird Manager von einer englischen Frauenband und wandert wegen ihnen sogar auf Newcastle aus. 4,5 Jahre später kommt er mit knapp 30 zurück in die Schweiz und steigt in Journalismus ein. Nach Stationen beim Cash und beim Beobachter führt er 20 Minuten online als Chefredakteur zur klaren Nummer 1 unter dem Schweizer Newsportal. Ende 2012 verlässt das Unternehmen wegen unüberbrückbarer Differenzen über die künftige Führungsstruktur. Also stampft das Newsportal Watson aus dem Boden. Und rund 50 Mitarbeiter von 20 Minuten online folgen dem ins neue Abenteuer. Doch nur 3 Jahre später kommt es auch da zur Scheidung. Wegen unüberbrückbarer Differenzen über die künftige Führungsstruktur. So hat er jetzt immerhin mehr Zeit für sein Hobby Fischen. Am liebsten in den Bergen in einem Funkloch. Für den grossen Pusher von Push-Meldungen der ideale Ort, selber vor der Informationsflut zu flüchten. Oder zum neuen Projekt aushacken? Jetzt bei uns der Hansi Voigt. Guten Abend, Herr Voigt. Schön sind Sie bei uns. Merci für die Einladung, freut mich auch sehr. Es geht um Informationen, nicht nur um Medien, sondern um alle Arten von Informationen, die auf uns reinprasseln. Früher waren wir ja vor allem Empfänger, die meisten von uns. Heute sind wir alle zu Sender geworden. 3,3 Millionen Facebook-Posts pro Minute, die sorgen schon ein bisschen für eine Informationsflut. Ja, früher war alles besser. Und in der Tat ist es natürlich so, dass wir zu Sender auch geworden sind. Ich glaube, das ist auch die wichtigste Erkenntnis, die Journalisten haben müssen haben, dass sie nicht mehr im Grunde noch wie früher der Pfarrer können vor sich her senden und am Schluss ist ein Amen gekommen, sondern es wird laufend zurückgesendet, ganz viele Amens, ganz viele Feedbacks und so. Mit dem muss man medial zuerst einmal lernen umgehen und ich glaube, das hat auch dann sehr viel zum Gefühl beiträgt, dass man da in einer Kakophonie irgendwie in sich bewegt, aber eigentlich ist es eine sehr vielfältige Debatte, nicht ganz strukturiert. Fühlen Sie sich dann selber überflutet von dieser Debatte, von dieser Kakophonie? Nein, ich fühle mich eher überflutet von all den Leuten, die entweder auf Facebook, Messenger, auf Twitter direkt Nachrichten, auf Snapchat, einem irgendeinem
Meldungen irgendwie so schicken, zu sagen, machen wir das und dieses und so weiter. Ich finde, der ganze persönliche Informationsverkehr hat eigentlich viel mehr noch zugenommen als die Informationsflut von außen. Und wie gehen Sie mit dem um? Also, fischen. Sie gehen fischen? Ja, ab ins Funkloch oder tatsächlich ab und zu das Handy abstellen. Also, und das machen Sie wirklich? Also ich meine, dann sagen Sie, ja. So, jetzt einfach mal wirklich radikal, 5 Minuten nichts. Ja, es gibt natürlich so die ganzen, es gibt so die Etiketten, die man eigentlich so hat, zum Beispiel Mails innerhalb von 24 Stunden beantworten, und das ist immer unhöflich. Und dort muss ich sagen, die brauche ich manchmal 3-4 Tage, und dann bin ich halt einfach unhöflich. Aber das, und manchmal vergesse ich einfach ein paar. Ich glaube, wir fangen an, mit der Unendlichkeit umzugehen. Wir haben alle unendlich viele Informationen, unendlich viele Feedbacks zu geben. Das Einzige, was wir steuern können, ist, manchmal einfach nicht unendlich viel machen, sondern müssen wir auswählen. Ich glaube, das ist das Wichtigste in dieser ganzen Flut. Umgehen, wir haben viele Informationen, wir sind überall eingebunden. Aber eine Sache, auf das reduziert sich es eigentlich. Und das ist, ob ich alleine bin, ob ich Zeit habe, um auf einem Bänkchen hocken oder so etwas. Ob wir viele Informationen um uns herum haben und Ablenkungen, ist, wir müssen denken. Und das ja. ist eigentlich der Schlüssel. Wir Sie haben ja jetzt Zeit zum Denken und auf einem Bänkchen sitzen, weil Sie gerade ja. potenzielle Frührentner geworden sind. Ja, ich habe Zeug dazu. Ja, ist noch ein bisschen schwierig. Also schon mal so in die Richtung gedacht, weil das ist das, was man hört. Wenn jemand den Hansi Voigt kennt, dann sagt er, ja, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Also in der Vergangenheitsform. Aber was macht er dann? Oder was wird er machen? Ja, ich denke an neue Sachen herum, oder? Also im Moment lebe ich immer noch, wie soll ich sagen, relativ gut von der Angst, dass ich für jemand anderes arbeiten könnte. Oder? Also ich habe das Konkurrenzverbot. Die andere Sache ist ein Inhaltsprojekt. Wo ich mir überlegt habe, wie man so ein latent, ein schwierige Themen zuerst über die sozialen Medien so erzählen kann, damit das Thema lanciert wird. Und am Schluss kann man das als Abfallprodukt in einer Fernsehsendung von mir zusammenfassen. Sehen Sie, wir machen eben den Umweg nicht über die sozialen Medien, sondern produzieren den Mist gerade vor Ort. Ja? Nein, man tut, was man kann. Ich muss mir den Satz merken. Das andere ist ein Inhaltsprojekt. Ich mache auch mal ein Inhaltsprojekt. Da muss ich nicht irgendwo kommentieren. Das ist ja so ein bisschen eine Krankheit geworden, dass überall kommentiert wird. Dann probiert man irgendwie Herr zu werden. Also es gibt zum Beispiel in Norwegen ein Newsportal, das da schon etwas ausprobiert. Und zwar sagen die, man darf erst dann einen Kommentar posten, wenn man über so ein paar Testfragen bewiesen hat, dass man weiß, um was es geht im Artikel. Erst dann darf man seine Meinung dazu sagen. Wir haben gefunden, man könnte eigentlich die genau gleiche Technik benutzen, um die Leute davor zu bewahren, sich einfach an Diskretion Infos reinzustopfen und gar nicht zu verdauen. Das würde dann in der Tagesschau vom Schweizer Fernsehen ungefähr so daherkommen. SVP-Präsident Albert Rösti versucht es nochmals, die Fraktionskollegen der Tessiner Lega von einem Nein zu überzeugen. Vergebens. Lorenzo Quadri und Roberta Pantani bleiben bei ihrem Ja. Und jetzt würde eben zuerst die Frage kommen, wie heißt der SVP-Präsident? A. Alfred Stocki. B. Albert Rösti. C. Alois Gschwelti. D. Alain Grattin. Und dann müsste der Zuschauer einloggen und wüsst, aha, stimmt, der Albert Rösti. Und erst dann dürft ihr weiter schauen. Was halten Sie davon, den Konsumenten in die Pflicht zu nehmen? Ich sehe eigentlich nicht so die Pflicht dahinter, aber ich finde es eigentlich einen guten Ansatz, weil es verlangt eine gewisse Kompetenz. Und ich glaube, viele Leute, die inzwischen eben zurücksenden, sind sich eigentlich gar nicht bewusst, wie fest dass sie eine Stimme sind oder werden. Und in dem Sinn ist jede Form von Medienerziehung, ob die in der Schule anfängt oder per Quiz oder auf einem Kommentarspalte, ist sicher der richtige Weg. Finde also ich richtiger als jetzt zum Beispiel wie bei der NZZ, wo man Kommentarspalten einfach mal stilllegt, weil man sagt, da wird nur noch giftelt und geschumpfen. Ja, und dort habe ich, glaube ich, irgendetwas zurückgetwittert, wo das war. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, quasi. Der Content kommt einfach von der Community und ohne Community ist letztendlich eine Zeitung irgendwann schon mal tot. Also das muss man ganz klar sehen. Wenn man Community aufgibt, dann gibt man seinen Markenkern auf lange Frist auf. Ich
vergleichen das immer mit denen, ja, die Journalisten, die Leser, die machen so wahnsinnig viel Arbeit in diesen Kommentarspalten und so. Watson, den ich, habe ich super gefunden, die haben dann gerade gesagt, irgendwie, also, liebe NZZ-Kommentarschreiber, ihr könnt bei uns Kommentare schreiben. Warum funktioniert es bei Watson? Weil es ist so, die tun sich zum Beispiel die Redaktoren mit einschalten in die Kommentiererei. Also wenn dann einer schreibt, meine Güte, dieser Journalist, der hat wohl noch gar nichts begriffen in seinem Leben, schreibt am Schluss als nächstes kommt vielleicht der Journalist und sagt, wie meinen Sie das ganz genau? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Oder so etwas. Also, so bringst du schon mal eine Journalität. Das schockiert ein bisschen. Also, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der dann so drauf los kommentiert, schon gerade ein bisschen zusammenzuckt, genau, wenn da plötzlich die Stimme wieder zurückkommt. Das ist durchaus eine Erziehungsmaßnahme. Es gibt irgendwie auch das Gefühl, man wird gehört, oder? Ja, also das ist eine Möglichkeit, um mit dem umzugehen. Man kann Informationen also entweder hegen und pflegen, jetzt in dem Fall, oder man kann eben sagen, man tut es so ein bisschen erschweren, dass sie überhaupt gemacht werden, wie im Fall von dem Newsportal. Oder man kann nochmal einen anderen Weg gehen, ja, und sagen, wir müssen unser Denken an der heutigen Situation besser anpassen. Und zudem habe ich jetzt eine Direktschaltung zum Professor Dr. Laubfall. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Gammenthaler. Zu viele Informationen, kein Grund zum Verzweifeln. Wie meine lieben Kollegen vom Salk-Institut in den USA herausgefunden haben, ist die Speicherkapazität von unserem Hirn etwa 10-mal grösser als bisher angenommen. Nur, wie nutzen wir das beim Speichern von Informationen? Das findet normalerweise hier statt. Für eine überdurchschnittliche Aufnahme von Informationen nutzen wir zusätzliche Hirnregionen, die überhaupt nicht für das Speichern von Informationen gedacht wären. Wir klauen uns quasi zusätzliche Kapazitäten, wie wenn man bei einem Computer eine Festplatte, eine externe, anhängt. Einfach intern, verstehen Sie? Im Alltag muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass das missbräuchliche Nutzen von Hirnregionen keine vorhandenen Fähigkeiten löscht. Ich zum Beispiel kann nicht mehr aufstehen. Ja. Gute Nacht. Danke vielmals, Professor Dr. Laubfall. Vor 100 Jahren haben wir viel weniger Informationen gehabt, es hat viel weniger Werbung gegeben, viel weniger Medienangebote. Die Leute haben keinen kleinen Computer im Sack gehabt, der ihnen alles gesagt hat. Und dann hat es plötzlich eine Explosion gegeben und die Angebote sind viel breiter geworden. Unser Hirn ist aber immer noch das Gleiche. Sind wir parat? Das Problem ist, wir sind wirklich in einem Umbruch durch die Digitalisierung. Alles, was in dem Moment auftaucht, ist 2 Minuten später gerade Archiv. Das unterscheidet uns fundamental von den alten Griechen und den grossen Bibliotheken, die als erstes angelegt sind, die wir als in dem Sinn Wissen bezeichnet haben. Heute haben wir so viel Wissen, dass wir einfach nicht mehr wissen, was wichtig ist. Ich glaube, das ist das größte Problem. Der Griff nicht mehr auf alles kann reagieren. Man hat ja gar keine Chance, jedes Mal zu sagen, ich bin entsetzt. Sondern wir haben früher nicht auf alles reagiert, oder? Aber wir können heute auch von so Sachen begreifen, gerade im Fernsehen, Tagesschau. Früher hat es geheißen, wenn du wirklich ein kritischer Geist bist, der deinen Eltern auf nicht gegangen ist, jetzt geheißen, du würdest sogar noch am Tagesschausprecher herum kritisieren. Weil das, was der sagt, das ist ja wohl wahr. Oder? Und heute fangen wir aber auch von begreifen, ja, der Tagesschausprecher, der liest eigentlich nur das vor, was Bilder dazu gibt. Wenn es kein Bild dazu gibt, dann kommt es gar nicht in der Tagesschau. Und da können die grössten Unglücke, Verbrechen, Kriege passieren. Wenn wir keine Bilder haben, dann passiert es der Kunst in der Tagesschau. Dafür zeigen wir irgendwie noch einen Wirbelsturm, meistens in den USA, weil dort wird alles gefilmt und ein paar Kokosnüsse sind runtergefallen in Florida. Das ist, und das können wir heute davon begreifen. Aber das war schon immer so gewesen. Darf man sich dann grundsätzlich verweigern? Kann man sagen, so, ich bin jetzt einfach, ich werde jetzt newsresistent, das interessiert mich nicht, Schluss, fertig, ich mache zu. Also ich würde sicher nicht jemanden, der newsresistent ist, als dümmer oder letztendlich auch schlechter informiert bezeichnen. Das Problem ist nur, wenn du sagst, weißt du, ich will keine News mehr schauen, sondern ich schaue nur noch irgendwie noch meine Fashion-YouTuber und schaue, was Neues beim H&M gibt. Das ist ein kleines Problem. Oder? Vielleicht sind sie einfach überfordert, weil es alles komplex daherkommt. Auch da gibt es übrigens schon Lösungen. Also Versuche, die gemacht werden, oder Internetseiten, die sich genau dem verschrieben haben. Also sozusagen am News-Konsument das so ein bisschen einfacher darzubieten. Zum Beispiel mit nachrichtenleicht.de. Da probiert man
das wirklich so darzustellen, dass es sofort klar fassbar ist, um was es geht. Wir haben dann gedacht, hey, das Vereinfachen, das tönt doch noch gut, das tönt so ein bisschen zeitgemäss, das tönt so, dass es der moderne Mensch dann auch nutzen kann. Wir haben uns mal überlegt, wie würden SRF-Sendungen aussehen, so ein bisschen vereinfacht. Herzlich willkommen im Kassensturz. Sehr teuer, unglaublich teuer, teurer, dermassen teuer, überteuert. Auf Wiedersehen miteinander. Wir kommen zur Fußball-Super League. Tor! 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 Auf Wiedersehen miteinander. Das ist der erste Tag der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Ich muss jetzt einfach mich. Ich bin jetzt wichtig. Ich werde mich meinen. Ich weiß es nicht. Gute Nacht und ganz gute Woche. Macht vereinfachen die Leute schlauer oder dümmer? Oh. Wahrscheinlich, es muss so einfach sein, dass es die Leute begreifen. Ich glaube, das ist eines der grossen Probleme im Journalismus, dass man unglaublich lang an den Leuten, an den Informationsbedürfnissen der Leute auch vorbeigeschrieben hat. Oder? Und dann bin ich wieder bei dem Pfarrer. Und die Kanzel vom Pfarrer ist halt einfach von 3 Meter auf 10 Zentimeter irgendwie noch einmal gesunken. Und das geht hin und das geht her. Aber wichtig ist ja eigentlich, dass etwas passiert, weil wir reden über Meinungsbildungsprozess. Das ist die Aufgabe der Medien. Und nicht einfach, ich habe es euch doch gesagt. Wie gehen dann Sie damit um? Also, wie informieren Sie sich? Wie sieht der Informationstag von Ihnen aus? Ja, also jetzt leite ich im Moment irgendwie keine Redaktion oder so. Früher habe ich einfach jeden Morgen vom 7 bis am 9 einfach 2 Stunden lang ein Programm abgelesen. Sehr viel immer internationale Sachen, halt einfach auch die Schweizer Tagespresse und so. Aber letztendlich alles online. Ich lese seit 10 Jahren eigentlich nur digitale Medien. Mit ganz, jetzt ganz Zeitungen mehr im Haus erfolgt. Also, doch, Reportagen, das gibt es. Also da vom, wo halt Almonen kommt. Und die Watts aus Solidarität irgendwie noch einmal. Aber das ist, wenn die mir schicken würden, schicken uns 200 Franken, damit es uns gibt, und du musst dafür kein Heft lesen, würde ich das, glaube ich, lösen oder so. Weil ich mir dann immer die Entsorgerei, das regt mich schon auf. Also ich lese wirklich das Zeug digital. Die Entsorgerei, das ist das grosse Problem. Ja, absolut. Das ist aber auch das grösste Argument bei den Zeitungsabbestellern. Ist immer, wissen Sie, ich tue es ungelesen auf Zeitungsbeig. Das ist das Killer-Argument bei all denen, die Abos verkaufen, wenn dann die einmal kommen und dann weisst du, ja, okay, da kannst du nichts mehr machen. Sie haben mir mal noch erzählt, die Zeitungen kann man heute nur noch brauchen, um die Hamsterkäfige auszulegen. Genau. Oder eben, Hamster, wenn man Haustier hat, unten dran, ich meine, oder wenn man nasse Schuhe hat, das Zeug stopfen im Winter, Skischuhe. Also für das, ich glaube, die Zeitungen wird schon immer noch brauchen. Trotzdem gibt es Leute, die sich anfangen zu verweigern, die sagen, hey, ich sehe nicht mehr durch, es sind zu viele Infos rum, nicht nur in der Presse, nicht nur auf den sozialen Plattformen, überall, ich muss dem irgendwie entgegentreten. Und die fangen jetzt wirklich an, den Kampf aufzunehmen. Wegen all diesen Informationen, die jeden Tag auf uns einprasseln, sind wir nicht mehr fähig, selber zu denken. Das ist im Fall extrem gefährlich. Gell, Küde? Genau! Too much information! Genau. Darum haben wir Bürgerwehr hinter Wiesenheim gegen zu viel Information gegründet. Gell, Kühne? Genau! Too much! So nicht! Dort hinten ist schon wieder so ein Informationsjunkie. Los! Angriff! Durchsage der Leitstelle. Strecke nur auf der Zentralstraße. Auf dem Neues vom Rekordmeister. Bayern München hat erwartet den ehemaligen U21-Nationalspieler Sebastian. Hey, schön gewesen, Küde. Mission erfüllt. Morgen wieder um die gleiche Zeit da. Ja, schon sicher. Also, tschüss. Tschüss.
Das ist die Frage. So ein schönes Schlagwort. Informationsflut. Haben wir eine Informationsflut? Also, wir haben immer mehr, was auf uns zukommt. Es kommt auf uns darauf an, was wir mit dem machen. Und das überfordert einen. Ich glaube halt einfach auch, dass wir wirklich, wir müssen lernen, mit dem umzugehen. Dort ist auch eine gewisse Gefahr, weil Teile Leute lernen das schneller, missbrauchen es zum Teil, auch politisch und so. Das war bei jeder neuen Medienentwicklung so gewesen. Ich meine, wenn ich ins Radio komme, was ist beim Fernsehen passiert, was ist jetzt mit den Internetmedien? Schaut der amerikanische Präsident an, plötzlich ist wahr nicht mehr wahr, sondern alles ist klein und niemand kann es überprüfen. Also dort haben wir plötzlich so viele Informationen, dass wir aufhören, im Moment klar zu sagen, was ist denn wahr oder was ist unwahr. Das ist aber in sich eigentlich eine riesige Chance für Glaubwürdigkeit, Marken, Journalismus, all die ganzen Geschichten. Und was wir in diesem Film gesehen haben, sich einfach vor, also die anderen vor Informationen schützen. Das ist so ein bisschen der Pol Pot-Ansatz. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie bekannt ist, aber das war irgendwie in Kambodscha von der Roten Khmer bis 1975 am Drücken gewesen. Und dort am Schluss einfach, hat es sich einfach gemacht. Alle, die eine Brille haben müssen, tragen ihre Kiste hier, weil die können lesen. Also man kann es eigentlich so lösen. Aber so richtig nachhaltig finde ich das eigentlich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in der Schweiz nicht wirklich ankommt. Weil ich kenne doch recht viele Brillenträger. Ja, gut, für die Kontaktlinsenindustrie wäre es natürlich grossartig. Es wird boomen. Aber mich denkt, es geht auch darum, dass man nicht nur die Information anschaut, die kommt, sondern auch, wo sie herstammt, offensichtlich. Und ich wollte es angefangen haben, ist für mich bei dem ganzen Konzept, und ich das gründe, ist eigentlich die größte Frage, braucht es überhaupt noch in dem Sinn neben dem Thema und dem Journalist eine Medienmarke, oder? Das merke ich bei mir, wenn ich auf YouTube, ich tue sehr viel irgendwie Dokumentarfilme, ich schaue auch Vorträge, all das ganze Zeug, weil ich wollte wissen, kommt jetzt das von Arte oder kommt es von Breitbart oder kommt es von Russia Today, oder? Und das kommt halt einfach, und das ist ein kleines Problem, oder? Und dort sind wir alle wirklich gefordert, lernen, mit dieser Flut umzugehen. Das ist ja nicht nur schlecht, dass viel kommt. Das Problem ist, dass wir nicht parat sind und wissen, wie mit dem umgehen. Wie wir sollen filtern. Und vielleicht bis wir dann so weit sind und wissen, wie wir filtern können, müssen wir halt die Umgebung ein bisschen anpassen. Wir haben uns gedacht, das wäre doch wunderschön, wenn es ein bisschen weniger Informationen gibt auf der Welt. Paradiesische Zustände am Bahnhof zum Beispiel. Oder Wandern wird wirklich wieder völlig entspannt, weil man nicht irgendwelche Sollzeiten hinterher wandern muss. Und gerade während dem Wahlkampf wäre das wirklich eine ganz andere Geschichte. Wir haben gefunden, das könnte man sogar noch weiterdrehen. So ein bisschen nach dem Vorbild von den 70er Jahren, wo der Bundesrat angeordnet hat, aufgrund der Ölkrise, dass es 3 autofreie Sonntage geben sollte. Da haben wir ein Beispiel dazu für die heutige Zeit. Heute Morgen leitete Bundespräsidentin Doris Leuthardt den ersten von jährlich 12 internetfreien Sonntagen ein. Erste Reaktionen der Bevölkerung fallen positiv aus. Zuerst fand ich es voll komisch gefunden. Ich meine, da hast du einen schönen Tag und keine Sau kommt mit über. Dann geniesse ich halt Zeit für mich. Voll im Fall. Also eigentlich bin ich ja da angekommen wegen bekannten Dinkel-Brokkoli-Soufflé mit Rucola und Parmesan. Aber wenn ich das nicht posten kann, bringt es ja gar nichts. Darum esse ich lieber so ein Sandwich. Sieht unspektakulär aus, ist aber uhuere geil. Doch bereits melden sich kritische Stimmen. Ganz erst habe ich es ja noch gut gefunden. Weil mit weniger Information, da ärgerst du dich auch weniger. Aber jetzt ärgere ich mich saumässig, weil es gibt ja gar nichts mehr zu ärgern. Du kannst ja keinen Dampf mehr ablassen. Du kommst ja nicht einmal mehr in die Dings in die Kommentarspalten. Bundespräsidentin Doris Leuthardt hat soeben in einer Pressekonferenz über weitere Maßnahmen gesprochen. Wegen des internetfreien Sonntages werden uns ihre Aussagen erst morgen vorliegen. Somit beenden wir den Beitrag an dieser Stelle. Erschaff, das ist die Aufgabe der Politik jetzt, wenn es um die Informationsflut geht. Ich glaube, die
Die Hauptaufgabe für die Politik ist, sich bewusst zu werden, was die Beliebigkeit, wo wir jetzt einfach irgendwie so die Presselandschaft, ja, das Medienzeug, das funktioniert und so, oder? Und das lässt man einfach so in dem Sinne weiterlaufen lassen. Gerade in der Schweiz, wo man mit den all vier pro Jahr vier grosse Abstimmungssonntage, nationale Themen, Mitbestimmung, das setzt einen gewissen Informiertheitsgrad aus. Und ich bin dort natürlich auch sehr zuversichtlich, dass das irgendwie noch immer weiterkommt. Aber man muss Journalismus auch wahrscheinlich als notwendig betrachten, wenn er nicht mehr ein riesiges Geschäft ist für die Verlagshäuser. Und das ist wahrscheinlich eine politische Debatte. Wie gestaltet man die Landschaft um? Und wie gestaltet man den unglaublichen Umbruch? Wir haben die alten Medienplayer, die Verlagshäuser, oder? Und eben wirklich, ich habe grossartige Zeiten gehabt, auch mit den alten Verlagshäusern, wirklich auch mit Peter Wanner. Ich bewundere den für das Risiko und so. Aber die Zeit der Druckmaschine und dem Erwerbsmodell ist vorbei. Und ich glaube, man muss den Journalismus und den Inhalt stützen und nicht ein System, das sich eh überholen wird. Und jetzt sind die Player, die jetzt dort zugange sind, SRG und die Verleger, die sich einfach seit 20 Jahren vollkommen blockieren, im Grunde genommen also nicht wahnsinnig viel weiterkommen. Ich glaube, die müssten wir dringend neue Impulse haben. Okay, wir können jetzt auch noch mal ein bisschen Impuls über, nämlich von der Publikumsseite, von unserem Publikumsrepräsentant, Herr Chen. Herr Chen, gell, in der Kürze. Liegt die Würze, ja, ich weiss. Aber man sollte nicht am falschen Ort kürzen. Zum Beispiel bei meiner Sendungsbewertung. Eine Minute ist schon ziemlich kurz, darum möchte ich nicht noch beschränkt werden. Vergessen Sie nicht, wer Sie zahlt, Herr Gabatuller. Also, aber das Thema ist sehr, sehr interessant, Informationsflut. Auch der Gast, der Herr Vogel, fand ich sehr interessant gefunden. Sein Newsportal, das er gegründet hat, da werde ich mich jetzt sicher mal anmelden bei WhatsApp. Dann, sehr interessant auch der internetfreie Sonntag. Ich fürchte natürlich, dass dann alle Leute vor der Glotze hocken. Wahrscheinlich haben sie es wegen dem vorgeschlagen, nicht wahr? Ja, damit nicht jeder seinen Online-Senf zu allem gibt, sollten so Kommentarspalten qualifizierten Leuten überlassen werden. Also Leute mit Erfahrung, Leute mit einem Leistungsausweis. Also ich zum Beispiel, ich schreibe seit über 20 Jahren Leserbrief. 8 davon sind veröffentlicht worden und einer sogar im Oldner Tagblatt. Demher. Also meine Noten für heute 8 Punkte von 20. Danke, Herr Chen. Gut. Kommen wir noch zu einem kurzen, bündigen Abschluss. Das letzte Wort vom Herrn Voigt. Was würden Sie ändern, wenn Sie irgendetwas könnten, einfach so verändern an der Welt jetzt gerade? Das ist mal ein interessanter Ansatz. Okay. Ich würde das probieren zu ändern, und ich sowieso probiere zu ändern in meinen Möglichkeiten. Alle haben so Schiss vor Veränderungen. Und ich habe jetzt aus meinen Jahren irgendwie so, ich habe mich da wirklich seit 15 Jahren auf den digitalen Wandel eingelassen und habe das Gefühl, ich sei da immer auf der Insel der Glückseligen gehockt, wenn rundum alles niedergeht. Und habe probiert, das Zeug irgendwie zu gestalten. Und ich glaube, so einen positiven Ansatz. Und das wäre aber auch eine Verpflichtung an die Politik, einmal etwas zu gestalten und nicht einfach nur passieren. Das würde ich probieren zu ändern. Danke vielmals. Hansi Voigt. Vielen herzlichen Dank. Und wenn Sie daheim auch mal dabei sein bei einer Aufzeichnung von einer Querdenker-Sendung, dann gehen Sie schauen unter www.srf.ch/querdenker. Dort finden Sie alle Daten und auch die Möglichkeit, ein Ticket zu bestellen und dann hierher zu kommen. Nächste Woche kämpfen wir mit dem Fabian Unterecker gegen den Stress. Damit kommen wir zum klassischen Limerick zum Schluss. Was wir früher in der Zeitung noch lasen, bringt uns heute auf Facebook zum Rasen. Ob Linker oder Rechter oder Flüchtlingsverächter, für jeden die passenden Blasen. Jawohl. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss, wenn Sie den Informationsfluss mal unterbrechen möchten. 2 bis 3 Schläge langen. Gute Nacht.